Hinterleib an Hinterleib, so sieht die Paarung bei Schmetterlingen aus. Das Männchen befruchtet mit seinem Samen die etwa 50 Eier, die im Hinterleib des Schwalbenschwanzweibchens heranreifen. Schwalbenschwänze legen ihre Eier bevorzugt an Doldenblütlern ab. Schon nach wenigen Tagen nagt sich eine kleine Raupe ein Schlupfloch. Dann beginnt sie zu fressen. Die Raupe wächst, ihre Haut jedoch nicht. Darum muss sie sie verlassen. Etwa eine Woche nach dem Schlüpfen häutet sich die Schwalbenschwanzraupe zum ersten Mal. In den nächsten Wochen häutet sie sich noch viermal. Jedes Mal wird sie ein bisschen größer und bekommt ein neues Farbmuster. Wilde Möhre, Dill, Fenchel oder Bärenklau werden mit Stumpf und Stiel vertilgt. Nach insgesamt 4 bis 5 Wochen Fressgelage ist es Zeit für den letzten Entwicklungsschritt, die Verpuppung. Fest an einem Stängel verankert häutet sich die Raupe ein letztes Mal. Der Vorgang kann eine halbe Stunde dauern, deshalb hier beschleunigt im Zeitraffer. Ein, zwei Wochen lang hängt die Puppe völlig regungslos da. Dann platzt sie auf. Die Raupe hat sich im Innern der Puppenhülle komplett verwandelt in einen Schmetterling.